den letzten 5 Jahren ist ja keiner eingezogen, wie man sieht. So leer wie er und je, außer ein paar Gegner. Hallöchen! Alles aufschlitzen hier. Ich würde sagen, da geht's lang. Yep. Yep. Wir klettern heute hoch hinaus. Sind wir jetzt bald da? Ist nicht mehr weit. Sobald wir hier hochgeklettert sind. Es ist noch sehr weit. Wir müssen uns wohl einen anderen Weg suchen. Überlass das mir. Nett. So sollte es gehen. Nett. Aber wir sehen, als Yuffie das Seil gleich mitgejietet. Das müsste jetzt eigentlich komplett woanders sein. Aber sei mal nicht so kleinlich. Hey. Oh, was bist du für ein großer Vogel? Hallöchen. Nichts überstürzen. Ein Montisaurus. Ich nehme mal an, der hat auch eine Windschwäche. Yay! Bevor ich vergesse. Analyse! Bringst du Ende. Montisaurus, Windschwäche, ja. Und boom! Das war mal ein großer Vogel. Hey, hier gibt's Mondsteine. Ich komme gleich um euch. Ich sammle nur gerne Sachen also nebenbei. Alle. Hopp! Ich mag das, wenn die Gegner so lustige Bewegung machen hier. Hopp. Hey, euch kenne ich doch. Kurz und schmerzlos. Stiller. Wir haben ja ganz am Anfang des Spiels gesehen, als Cloud seine Geschichte erzählt hat. Haben eine Feuerschwäche. Gut. Dann wollen wir mal. Ja, macht das heiß. Immer zu heiß. Wohl eine Meinung, Biofee. Oh, ich sehe mich immer gerne zwei, dreimal um. Moment, hier gibt es zwei Wege. Einmal hier und einmal hier. Ich würde sagen, ich nehme zuerst mal den linken Weg hier. Ich glaube, diesen Weg bin ich vorher noch nie gegangen. Jetzt mal Zeit. Du solltest mal die Gebirge bei uns in Wutai sehen. Es gibt eine riesige Felswand, in die eine Statue von der Tau gemeißelt wurde. Die muss jeder Ninja als Teil seiner Ausbildung hochklettern. Einfach war es nicht, aber die Belohnung allemal wert. Was gab es denn? Chao-Chao-Bo natürlich! Wer oben ankam, hat welche bekommen. Hey, soll ich euch auch ein paar geben, wenn wir das hier geschafft haben? Danke, ist nicht nötig. Über Bohnen. Was gibt es Belohnung für Ninja werden? Ein paar Bohnen. Ich melde mich gleich sofort an. Oh, ich denke mal, hier geht's weiter auf der rechten Seite. Na komm, Gaut. Yep. Klettern. Yep.
Man muss ja ein bisschen schräg klettern, wie man sieht. Aber es geht schon. Da ist ja was. Hm. Ich habe keine Ahnung, wo ich richtig bin oder nicht. Das ist immer gute Voraussetzung. Ja, da werden wir. Da habe ich irgendwas vermasselt über Kiste. Da unten sind mal kleine, aber deswegen klette ich jetzt nicht runter. Wäre es eine andere gewesen, hätte ich gesagt, sofort da runter. Also ist es fein. Warte, ist hier was? Ist hier was? Ist hier was? Ja, da ist was. Eine Materia. Widerstand. Nehme ich sehr gerne mit. Das ist ein langer Weg da oben. Fahren von der Seite aus. Ah, ein Gegner. Ups, kann losgehen. Ein Drache! Machst du das nicht mit den Zungen, mit dem Drache? Keine Umso, kein Witz. Wirksam Eis. Alles klar. Dann wollen wir mal. Möge Spaß der Kinder. Mag jemand Eis? Ja. Herr Box nicht. Lass mich mal. Na du? Mach was draus. Let's go! Boom! Ah, du bist mein kleiner Hausdacke. Alle stoppt! Und jetzt? Tschüssi! Okay, hat auch so gereicht. Ah, der Flammenwurf im Nahkampf war ein bisschen... Aua! Der Rest ging eigentlich. Oh, Verteilung. Doing. Doing. Dankeschön. Hier geht's weiter. Sag mal, der Typ, nach dem wir suchen, der heißt doch Murasaki, richtig? Ja, wieso? Naja, der Name klingt utayanisch. Vor dem Krieg sind viele Leute nach Midgar gekommen. Einige ihrer Kinder und Enkelkinder sind dann bestimmt bei Shinra gelandet. Oh, das hatte ich gar nicht in Betracht gezogen. Wie kommen wir runter? Nimm eine Röhre, würde ich sagen. Weil der Lift ist ja nicht aktiv. Ich nehme mal die Nummer 3. Rutschen! Ganz aus, oder? Kisten. Oh, hier gibt es viele Kisten. Alles mitgenommen hier. So, jetzt gibt es mehrere Rohre. 2 und hier ist noch 1. LMNMU genommen wirst du. Die goldene Mitte. Jupp. Wir ganz unten. Eine Frage, könnte man jetzt theoretisch wieder hoch? Mit dem Lift wahrscheinlich, ne? Der nicht aktiv ist. Hm, okay. Vielleicht später. Kleiner Fun Fact, im Original gab es auch diese Rohre. Da gab es allerdings eine Kleinigkeit, die die Programmierer verpasst hatten. Wenn man es blöd eingestellt hat, konnte man bis zum bestimmten Zeitpunkt nicht mehr zurückkehren. Das war böse damals. Ah, zu. Ach, nö. Sackgasse. Irgendeinen Weg muss es doch geben. Sehen wir uns um. Ah, ja.
Sieh an. Was haben wir denn hier? Ah, ich denke, ich weiß, wo es hingeht. Ah, ich bin schon dabei. Schieb. Und stopp. Let's hier rüber. Ja, bitte schön. Muss ich die Tür aufmachen? Könntet ihr auch hier rüber klettern? Juffi, du auch. Ja, du bist auch eingeladen. Scheiße. Ah, hier hinten ist nix. Eieiei. Ein Bergmassiv um meinen Kopf. Hallöchen. Wer hat die Gegner bestellt? Hoppi! Alle! Hopp! Also die mächtige Entfesselung dauert zwar ein bisschen länger als die normale Entfesselung, aber der Schaden, der da macht, es lohnt sich, die zu machen, finde ich. Sie lohnt sich definitiv. Seltsam, dass Wutaianer in der Welt verstreut leben. Wir haben ja auch Leute in Wutai, die mal bei Shinra waren. Oberst Lodbrok zum Beispiel. Er und Gouverneur Saruf sind doch der Grund dafür, dass wir jetzt eine Übergangsregierung haben. Und Oberst Lodbrok hat mal gesagt, dass er und seine Leute früher alle Soldaten waren, die Shinra dann irgendwann den Rücken gekehrt haben. Soldaten? Genau wie du, Cloud. Das ist was ganz anderes. Wenn du mal nach Wutai kommst, stelle ich euch einander vor. Vielleicht kommst du dann in die Übergangsregierung. Wäre doch lustig. Cloud als Präsident. Okay, brauche ich auch die Karte. Und die geht's hier nirgendwo hin. Herr Murasaki, sehen Sie hier drinnen? Das ist so eine Idee, einfach mal so einen Namen zu rufen. Ist hier ein Knopf oder sowas? Ah ja, hier. Ich finde die Idee immer besser. Wenn wir das alles hinter uns haben, solltet ihr zu mir nach Wutai kommen. Und dann gründen wir unsere eigene Spezialeinheit und nennen uns Yuffie Sonderbrigade. Ganz Shinra wird unsere Namen kennen. Die Garde wird in Ehrfurcht vor der wunderschönen Ninja und ihrem treuen Gefolge erstarren. Ich sehe schon vor mir. Die Leute werden uns für die Filmrechte einrennen. Gut, dann lasst uns das alles hier mal schnell hinter uns bringen. Wutai wartet! Träum weiter. Man darf drauf träumen, Cloud. Ui, hier geht's hoch hinaus. Oh yeah. Wer die Höhenangst haben, ich schau nicht hin. Dam, 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 dam. Ah, da werden wir. Was hört man denn da? Reaktor wahrscheinlich. Das ist ein Ninja aus Wutai. Was machen die denn hier? Ist etwa Krieg? Was wird dann aus meiner Mission? Werde ich zurückgerufen? Wieso hat keiner was gesagt? Es herrscht doch Waffenruhe, oder nicht? So heißt es. Aber wer weiß schon. Den Gefallenen ist es gleich. Kommt. Finden wir Murasaki. Geht's in die Hufe? Wenn sie Krieg wollen, sollen sie ihn haben. Ah.
andere Frage. Was wollten Wieso die haben hier? Sie nur... Hat man dir nichts davon gesagt? Nicht ein Wort! Ich hatte keine Ahnung, dass sowas geplant war. Ich hätte hier sein und ihnen helfen sollen. Du hast uns stattdessen geholfen. Mach dir keine Vorwürfe. Ja, klar. Ah, Yuffie ist jetzt sehr mitgenommen. Ist auch sehr verständlich. Aber was ich wirklich wissen will, was wollten die hier? Gute Frage. Also erstmal Collect Stufe 8 freigeschaltet. Und hier gibt es Vernichte. Oh, Limiter Stufe 3! Will einfach nur haben. Egal was es kostet, ich will's haben! Weil die Limit Stufe 3. Ich wusste zwar nicht, wie man die kriegt, aber das ist cool. Wisst ihr was? Ich werde das sogar resetten für. Hat Beretta auch was? Ja. Salinitenstrahl. Eris. Zornesmal. Das kenne ich. Das ist ein tolles Limit. Dann Red. Was hast du? Erdangriff. Keiji. Gigamockbox. Gigamockbox. Cloud. Letzter Schliff. Dipper. Meteorschlag. Juppie, hab ich schon mal nicht mehr. Das werde ich mal kurz machen. Ich versuche mal alle Limits zu freischalten. Wahrscheinlich ist es nicht, noch nicht möglich. Aber ich will es haben. Einfach nur haben. Oh, hab mal alles verteilt, was verteilbar war. Einmal Charaktere haben ein bisschen WP übrig, so wie Tiff und Red. Habe gedacht, ich behalte das mal für andere Fertigkeiten und jeder von meiner Charaktere hat jetzt das Limit der dritten Stufe. Jetzt ist nur die Frage, wie löst man das aus? Muss ich jetzt mit zwei Charakteren eine Synthese machen oder muss ich das nur einmal machen? Dementsprechend habe ich da ein bisschen geschaut, wer hier Limitstufe Plus hat und habe entsprechend ein bisschen was beigebracht. Aber schade ist, man kann hier nicht jeden alles beibringen, sondern nur spezialisieren. Aber ist gut. Ich bin schon gespannt, wie man dieses Limit auslöst. Der dritte Stufe. Ich will die sehen. Ich will die unbedingt sehen. Und zwar alle. Soweit ich weiß, wie man die auslöst, werde ich die euch natürlich auch zeigen. Nichts hier vorenthalten. Oh, drück mal hier auf den Knopf. Und wir fahren nach unten, oben, seitlich, wo auch immer. Es geht auch unten. Also wir haben schon ein bisschen mitgekriegt, dass der gute Rufus einen Krieg will mit Wutai. Zu der Zuschauer. Ist da jemand? Bist du aus Wutai? Hallo? Wer bist denn du? Bereit. Ein heretischer Schöpfung. Okay. Wer oder was bist du? Eine künstliche Lebensform aus dem Labor des Shinra-Konzerns. In ihrer Skrupellosigkeit ließen sie sich selbst von ihrem menschlichen Schöpfer nicht kontrollieren. Wurde daher verworfen. Alles klar. Einige wenige Klara sind aus der Forschungseinrichtung entkommen und haben sich eigenständig weiterentwickelt. Los. Alles klar. Autsch. Wie kannst du nur? Wie kannst du nur? Ich habe meine neue Fertigkeit. Triade. Okay, muss man lernen, wie die einzusetzen ist. Jeder Charakter ist neue Fertigkeit. Let's go! Okay. Oui. Na du? Let's go, jetzt aber! Ah, viel zu früh, viel zu früh. Aber ich war's. Jetzt ist Ende der Gelände! Boom!
Du hast keine Schwäche, ne? Eis, okay. Okay, dann würden wir sagen, möge der Spaß beginnen. Ah, wo bist du hin? Wo bist du hin? Eieiei. Ständiger Teleportier aus der Kacke, ja. Ich glaube, ich sehe doppelt. Oh, jetzt aber. Zack. Oh, Synchro. Donnerwetter. Ah, super. Ah, ich glaube, der Gegner ist vorher kaputt, bevor ich mein Ding aussetzen kann. Schade. Es gibt sicher einen Gegner, wo ich austesten kann. Kommt, suchen wir weiter. Ja, wir suchen weiter. Schade, dass ich jetzt gerade nicht austesten konnte. Es war was sehr knapp gerade. Ja. Erstmal bei Heiltränk reinsetzen. Doing, doing, doing. Dankeschön. So, sonst wohnt hier keiner. Gut, dann werde ich wahrscheinlich hoffentlich keinen stören hier. Oh, oder vielleicht doch. Dieses Ungeheuer muss sie erwischt haben. Nein, das sind Schusswunden. Wurden erschossen. Eieiei. Schon gut. Alles okay. Guck mal, das hier muss Murasaki sein. Sehen wir uns mal um. Vielleicht gibt es Überlebende. Alles okay? Ja. Huh? Catchy? Bist du das, Yuffie? Wo seid ihr gerade? In der Nähe des Reaktorkerns. Und du? Im Rathaus. Ich dachte, ich könnte euch vielleicht helfen und hab mich ins Terminal des Reaktors eingeklinkt. Oh, habt ihr Murasaki gefunden? Er ist tot. Unterlag in einem Kampf mit Wutai. Was? Oh nein! Dann bleibt uns jetzt nicht mehr viel Zeit. Wir müssen zum Terminal in der Shinra-Villa. Habt ihr die Schlüsselkarte? Ja. Gut, dann steckt sie in das Terminal vor euch. Jetzt lasst mich mal zaubern.
Die Villa ist im Handumdrehen offen. Das wäre geschafft. Geht schon mal vor zur Villa und sucht das Terminal. Geht klar. Bis dort. Tschüss. Tschüssi. Gehen wir. Sobald wir in der Villa sind, suchen wir das Terminal. Am besten finden wir es, bevor die anderen zurückkommen, okay? Jawohl. Warte du auf Cloud und die anderen. Wenn sie hier sind, führ sie zu uns. Wirst uns ja sicher erschnüffeln können. Du bist der Einzige in der Gruppe, der das kann. In dem Fall bleibt mir wohl kaum eine andere Wahl. Na dann mal los! Das habe ich Ketschi steuern. Hui! Die kleine Katze! Dagau! Erstmal mit dem Kreis laufen. Yeah! Das ist was anderes. Ich dachte, jetzt kann ich mit Cloud, Tiff und Yuffie raus, aber nope. Ketschi! In Räumen mit ausreichend Platz ist Ketschi in der Lage, sich durch Drücken von R2 rollend vorzubewegen. Stellt aber jedoch gegen ein Hindernis, braucht er einen Moment, um sie wieder aufzurichten. Also achte darauf, wo du hinrollst. Okay. Rollen, 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 rollen,